So, this is what shit feels like. Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Hunger und Durst haben wir. Das wollten wir ja eigentlich in der letzten Folge noch getan haben. Essen und trinken. Aber das können wir ja auch jetzt machen. Wenn wir was zu essen finden. Einen gesunden Apfel? Hält den Arzt fern? Naja, nicht wirklich. Erhöht kurzzeitig die maximale Ausdauer. Das wäre doch schon was. Aber so richtiges Essen haben wir gar nicht. Können wir nichts herstellen? Scheinbar können wir nichts zu essen herstellen. Okay. Ich dachte, jemand hätte uns gezeigt, wie man so einen köstlichen, glibbrigen, ranzigen Eintopf machen kann, aber nein. Dann eben nicht. Wir essen den Apfel. Ein Apfel? Ah, vielleicht ist das ein Questobjekt. Wenn wir das essen, ist das weg. Ja, dann essen wir eine Vogelbeere nicht. Wir sind ja kein Vogel. Aber vielleicht so eine Johannisbeere. Ab zum Inventar. Hier aus der Kiste direkt essen können wir nämlich gar nicht. Was ist hier mit? Ach, da haben wir auch nur eins von. Oh ja, mit dem Essen sieht's aber auch mager aus bei uns. So, gegessen haben wir. Wie sieht es mit Trinken aus? Oh, unsere Feldflaschen könnten wir bald mal wieder auffüllen. Ja, als nächstes gucken wir mal auf unsere Karte. Denn wir haben Aufgaben mit Sally versöhnen. Ich weiß überhaupt nicht, wer Sally ist. Da war doch was mit dem Dr. Faraday, glaube ich. Was haben wir denn hier überall? Die Kensington Gärten, Honigbienennest und so weiter. Ja, wir werden uns nicht alles angucken. Und was haben wir hier Schönes? Sympathie für den Lightbearer, jetzt echt. Die Simon sagt Kirche. Ja, irgendwas war damit. Rednerecke. Druckerei der Regierung. Wurzelkeller nochmal. Oder ist das der Wurzelkeller, in dem wir letztens waren? Baumhaus. Ja nun, das ist ja jetzt schwierig, das hier zu finden. Obwohl, Moment, so schwer ist das gar nicht. Denn wir haben eine Markierung. Wir brauchen nur der Markierung zu folgen. Ja, dann machen wir das doch so. Am besten, wir gehen raus. Denn auf der Karte wird die Markierung, glaube ich, gar nicht angezeigt. Scheinbar. Ich habe zumindest nichts gesehen jetzt. Na, schön. Abbrechen. Wir wollen doch nicht reisen. Ja gut, na schön. Dann folgen wir eben der Markierung. Können wir denn so raus? So einfach. Ja, das will gut vorbereitet sein. Wir haben unsere Hilfe. Die könnte aber auch irgendwann kaputt gehen. Wir haben unseren spitzen Stock, das ist wichtig. Und einen Ast haben wir. Können wir daraus eine Hilfe bauen, auch wenn der schon ziemlich im Eimer ist? Die Hilfe ist es dann ja vielleicht nicht mehr ganz. Und ein paar Steine lassen wir mal hier. Mal sehen. Ach, wir haben Böller die ganze Zeit dabei. Mal sehen. Das hier können wir lagern. Was ist das? Krähenfüße können wir auch lagern. Und die Steine. Einen Stein nehmen wir mit. Ja, die Feldflaschen müssen wir irgendwo auffüllen, wenn wir was finden zum Auffüllen. Hier legen wir uns mal ein bisschen Heilbalsam, so heißt das. Legen wir uns mal auf die hohe Kante. Ja, und ich denke,
Dann war es das damit und wir gucken, ob wir hieraus noch eine Hilfe bauen können aus dem Stock. Ja. Einmal die Hilfe bauen. Ach, was brauchen wir? Nähzeug brauchen wir dafür. Das ist aber teuer. Nähzeug findet man ja nicht so oft. Na schön. Dann muss das Ding, das wir da haben, das muss dann erstmal halten. Ah, oder wir nehmen den Spitzenstock. Für den Spitzenstock, der ist sowieso am besten. Da brauchen wir nur einen Stein und einen Stock. Ach so, können wir den herstellen? Was wird dann aus unserem Stock? Einen zweiten Spitzenstock herstellen? Wie ein Ast, aber stichhaltiger und schneller. Er fügt leichten Schaden zu, nicht besonders haltbar. Kann leichte Blutungen verursachen. Na, das lassen wir erstmal. Können wir unterwegs immer noch bauen. So, los geht's. Perfekte Uhrzeit zum Sammeln von Nachtklee. Wenn wir Nachtklee hätten. So, und wir haben eine Markierung auf der Karte dort. Da geht's hin. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir gucken nochmal auf die Karte. Ist das auf dieser Insel sogar? Nö. Weit gefehlt. Das ist ganz woanders. Wahrscheinlich laufen wir gleich die Klippen runter. Wie ein Lemming. Und wahrscheinlich müssen wir hier in die Stadt irgendwo. Na, schauen wir mal. Erstmal sammeln wir... Oh, eine Blume. Oh, was ist das? Oh, eine Bombe. Ein Blindgänger. Warum machen wir das? Da kommt doch nur giftiges Zeug raus. Keine Ahnung, warum wir das machen. Wo ist denn da? So viele Sachen zum Einsammeln, ich werde verrückt. Hatten wir nicht was vor? Wir hatten was vor. Ja, was? Ja, da. Dem Symbol folgen. Bis wir an den Klippen sind. I can't keep doing this. Aha, wir müssen nämlich darüber. Ja, aber wir können weder können wir schwimmen, noch können wir fliegen. Also werden wir wohl außen rum gehen dürfen. Aber das sieht mir ganz so aus mit den Türmen, mit den Wassertürmen oder was das da ist. Als wäre das bei diesem Militärcamp. Wie sollen wir denn da je hinkommen? Ja, wir versuchen es mal hier lang, ja. Irgendwie höre ich die Bombe immer noch zischen. Gut, genug zu essen für unterwegs. Marschproviant. Schon. Das mit der Wiese ist richtig gut, oder? Keiner nervt uns. Keine wilden Tiere. Oh, was war das? Schöne Aussicht. Es ist auch nicht zu dunkel in der Nacht. Ich finde, es ist ganz entspannt hier lang zu laufen. Na,
Naja gut, aus der Puste sind wir ab und zu. Was habe ich gerade gelesen auf der Karte? Lightbearer? Das ist dieser DLC, der zusätzliche Inhalt, der runterladbare Inhalt. Dann wird er also doch im Spiel direkt jetzt schon angezeigt. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, könnten wir aus Versehen den DLC machen. Ja, wäre jetzt nicht so tragisch, aber ich würde es in der Playlist dann ganz gerne getrennt haben. Aber ja gut, wenn das jetzt automatisch mit drin ist, dann umso besser. Dann ist es ja richtig gut in die Story eingefügt. Und wir haben da nicht irgendwie eine Extra-Story. Ich dachte, dem wäre so. Aber vielleicht ist das auch was anderes. Oder man startet da vielleicht die Sache. Naja gut, das werden wir uns heute mit Sicherheit nicht angucken. Ich möchte dann mit Sally mich versöhnen, wenn das möglich ist. Ich weiß gar nicht, warum wir das noch nicht getan haben bis jetzt. Vielleicht brauchen wir dafür genau einen Dietrich. Wir dürften doch nicht mehr so fern sein jetzt des Ganzen. Die sind so empfindlich hier. Dieser Lump. Gottesdienst. Gottesdienst wurde unserem Journal hinzugefügt. Oh. So ein Glück. So viel Nachtklee. Ja, hier könnten wir Wasser holen, aber da sind sie gerade. Oh, die sind wahrscheinlich die ganze Zeit da. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit hier. Oh, was sehe ich denn hier? So viele Blümchen für uns. Leuchteblumen. Haha. Naja, weiter geht's. Ach, deshalb haben wir das nicht gemacht. Wir müssen in einen anderen Stadtteil und wahrscheinlich in eine richtige Stadt. Wahrscheinlich kommen wir da gar nicht hin. Ja, der wird uns doch gar nicht durchlassen hier, oder? Ha, 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 ha. Ja, dann. Oh. Wir brauchen unbedingt so eine Schlüsselkarte. Na, hier haben wir wohl schon geguckt. Welcome home. Vorsicht. Müssen wir Joy nehmen, wenn wir hier sind? Ja, eigentlich schon, damit wir nicht auffallen.
Andererseits, wir gucken uns die Leute erstmal an, die hier so rumrennen. Ja, das brauchen wir gar nicht zu gucken. Ich denke, das Beste, was wir schon mal tun können, wir ziehen uns schon mal anständig an, damit die Leute nicht denken, wir kommen von irgendwoher, vom Lande oder so. Haben wir Schuhe? Schuhe haben wir auch. Schleichen ist auch nicht erlaubt hier, oder? Ja, das könnte zu glücklich sehen wir dann aus. Das ist ja alles leer hier. Hey, was ist denn da? Warum hassen uns denn alle? Warum nur? Was habe ich denn getan? Ich war doch richtig gekleidet. Wow, der ist auch noch super schnell. Hey. Can I just borrow this? Eine Bobby-Nadel. Hier bekommen wir die vielleicht von denen. Ja, würde Sinn ergeben. Das würde echt Sinn ergeben, wenn die jetzt alle so eine Bobby-Nadel dabei hätten. Aber trotzdem, ich will mich hier doch nicht andauernd prügeln. Ich dachte, wir könnten an denen vorbeispazieren. Was habe ich denn da verpasst? Ja, wir müssen Joy nehmen. Der Joy links oben. Unsere Droge hat ganz schön nachgelassen. Die sehen das sofort, dass wir nicht auf Droge sind. Und dann passiert so etwas. Da, guckt euch an, wie glücklich man aussehen muss, wenn man hier rumläuft. Ja. Hahaha, sehr gut. Überall Häuser. Keine Gasse, kein Durchkommen. Zum Glück guckt des Nachts niemand aus dem Fenster. Oh, das ist die Sonne. You always know you're going to get a little bit of rain, but it's never going to be too cold or too hot. Well, it's not time to hibernate, and you're not a bear, so come on out. Or if you are a bear, then I'm very impressed that you know how to turn on a television set. Wakey, wakey, everyone. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear friends. Good morning to you. Well, I was up all night fretting. I'm joking. I had a fantastic night's sleep. Actually, I can't remember a single thing about last night. And that's how I like it. How about you? If you're taking your joy, then you shouldn't have any trouble sleeping. And if you missed some, well, what on earth are you waiting for? Get back on your dose. And I think I can promise you your day will go as sweet as a summer breeze. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Well, dass ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, wenn ich jeden Morgen so geweckt werden würde. Das ist vielleicht ein oder zweimal lustig, wenn überhaupt. I'm sorry, I fooled you. It's just going to be a regular, wonderful, ordinary, spectacular day. But of course, we'll interrupt the day, because we love to do that, with our daily recreational activity. Okay, mir fällt da gerade ein, vielleicht war er gleich hinter uns her, weil wir des Nachts unterwegs waren. Das kann ja auch sein, dass man nachts nicht unterwegs sein darf. Ich hab's vergessen. Zu viel Joy genommen. Oder zu wenig. Curiouser and curiouser. Wow, ein weiter Weg, ha? Keine Blümchen hier auf eurer Wiese. Can't have darlers, right?
Schön gemacht so mit den Häusern und so. Ja, aber es ist kein Durchkommen. Ah, gut, hier kommen wir durch. So, bei Tageslicht wird uns jetzt keiner mehr verdächtig für verdächtig halten. Da, alle sind sie freundlich. Er hat da irgendwas reingeschmissen. Ne, er hat auch nur geguckt. Vielleicht sucht er auch die Bobby-Nadel. Oh, I hope I can convince the nice Bobbies to let me fix their bridge. Oh Mann, wir versuchen in der nächsten Folge hier durchzukommen, denn, liebe Welt da draußen, diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.